waren vielleicht vor 2 Jahren anwesend, als wir damals aus einem Kreis von Menschen aus der Region und darüber hinaus überlegt haben, was wir tun können in der heutigen Zeit der Globalisierung, in der wir leben, in unserer Region Oberlausitz, sozusagen uns ein Stück zu öffnen. Deshalb auch dieses Kunstwort Extent, das damals entstand, drückt vielleicht ein bisschen so aus, dass wir also gefordert sind, in dieser Region, die wir alle kennen, aus der viele stammen, andere hergezogen sind, mit ihren Schönheiten, Traditionen, und dass wir dennoch einer Zeit entgegengehen, in der wir uns basierend auf dieser Geschichte weiter öffnen dürfen, können, sollen, müssen, um den Herausforderungen, die auf uns zukommen, egal ob ich die Globalisierung nenne, ökologische Krise, seelische Krisen und so weiter, um etwas daraus zu machen. Und auch damals, vor 2 Jahren, war der Wort bewusst, der Ort, in dem es stattfindet, das Theater Bautzen. Also auch ein Ort, in dem also eigentlich Kunst stattfindet. Und bewusst war das schon damals so gedacht. Hat einen kleinen, spannenden Hintergrund, dass einer der Philosophen unserer Region, Johann Gottlieb Fichte, schon mal vor 200 Jahren so in seiner Vision meinte, diese neue Welt, die sich uns öffnen wird, wird entstehen durch Vernunft, Kunst, durch eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst, in der man also reflektiert, aber zugleich sich öffnet, kreativ eben die manchmal noch zu engen Schranken des Denkens zu verlassen. Insofern bin ich froh, dass es uns gelungen ist, auch diesen zweiten Extent wieder an einem Ort stattfinden zu lassen, der, wir haben es gerade erlebt, voller Sinnlichkeit und Kreativität ist. Und ich finde es auch ein Wunder, was hier geschehen ist, wer vor einem halben Jahr hiermit war und die Halle gesehen hat und sie heute sieht, kann nur staunen und darüber, was also möglich ist, wenn Menschen also sich zusammenschließen, Menschen eben gerade verschiedener Qualitäten. Und das Wunder hier wurde eben möglich durch, sagen wir mal, einen privaten Unternehmer, durch die Stiftung der Kreissparkasse Bautzen und durch viele, aber auch Menschen, Künstler, die ehrenamtlich die dazu beigetragen haben und jetzt eben auch noch vielleicht ein Stück wir von der Hochschule und andere, die jetzt noch auch theoretisch etwas dazu bringen. Also sagen wir mal, eben diese verschiedenen Seiten des menschlichen Daseins neu zusammenkommen, ist es also denkbar, die zweite Zukunft wird dezentral aus unserer Oberlausitz Dinge wieder zu erblühen, zum Erblühen bringen, die hier möglich sind und die auch sinnvoll sind für die Zukunft. Ja, das heutige Thema Sinn und Glück in Regionen der Zukunft hat einen Hintergrund, den manche vielleicht auch schon wahrgenommen haben. In den letzten Wochen gibt es einen Film, der durch die Kinos geht, auf der Suche nach Happiness. Da wird berichtet von dem kleinen Königreich Bhutan im Himalaya, wie dort also beauftragt von der Regierung Menschen, Wissenschaftler durch die Lande gehen und die Menschen befragen, was sie glücklich macht. Und das hat den Hintergrund wiederum, dass wir uns weltweit auf der Suche befinden nach neuen Werten, dass die Werte der letzten 300 Jahre der Industriegesellschaft bestehen bleiben, die Werte also der Arbeit, des Wachstums in gewisser Weise auch, aber dass sie eine Ergänzung brauchen durch die Werte, die uns wieder verbinden mit der Natur, mit unserer eigenen Seele, mit unserer Kreativität. Und diesen Zusammenhang, also dieser Film, manche haben es gesehen, es gab in den letzten 3 Jahren auch eine Enquetekommission des Bundestags, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Auch die legten am Schluss ein Papier vor, in dem sie meinten, wir müssen also unser Wertgefüge, was uns organisiert, was unsere Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft ordnet, erweitern, um diese genannten Dimensionen. Insofern bin ich froh, dass wir also heute hier in unserer Region Oberlausitz den Mut hatten, ein Thema zu platzieren, was eigentlich noch ein Stück darüber hinausgeht. Weil ich habe gerade gesagt, in Bhutan sucht man das Brutto Nationalglück, die Kommission im Deutschen Bundestag nahm das Wort Glück nicht in den Mund. Das passt noch nicht so ganz in die deutsche Landschaft. Da ist noch eine gewisse Vorsicht und insofern bin ich froh, dass wir den Mut hier haben, sag mal, diese Themen in den Mund zu nehmen und insofern uns auch eine Diskussion zu stellen, die stattfindet. Wir haben ein bisschen die Medien beobachtet, die Themen Glück und Sinn werden immer wichtiger, sie werden von den Menschen einfach aufgenommen, egal ob die Wissenschaft und Politik schon so weit ist oder nicht. Und es gibt also insofern auch eine Diskussion, die in diesen Medien stattfindet, was ist eigentlich wichtiger, Sinn oder Glück im Leben oder
wie gehören sie zusammen? Insofern bin ich gespannt darauf, auf den Abend und morgen Vormittag, was uns dann also als Impulse, Gedanken, Ideen hier entsteht. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, auch heute wieder, wie vor 2 Jahren, da einen spannenden Mix von Menschen zusammenzubekommen, dass aus der Region also Menschen da sind, vom Landkreis der Landrat, von der Gewerkschaft, von den Unternehmerverbänden, Künstler, verschiedene Arten, dass wir aber auch Menschen von außerhalb, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, begrüßen können. So, ich stelle mir das vor, wenn Sie Ihren Vortrag halten und beginne also mit Ernst Fritz Schubert, der vor 6 Jahren die Intuition, aber auch den Mut hatte, zu sagen, wir brauchen ein neues Schulfach und das Schulfach kann Glück heißen, sollte Glück heißen. Und aus diesem Mut heraus geboren ist etwas erstaunlich. Inzwischen gibt es 100 Schulen europaweit, die dieses Schulfach eingeführt haben. Es finden Fortbildungen statt, wo Leute aus aller Welt in sein Institut kommen, was entstanden ist, und sich daran ausbilden lassen. Das heißt, es ist ein Ausdruck dafür, dass man also manchmal einfach ja, seiner Intuition vertrauen darf, Mut haben muss und trotz aller Widerstände, die er auch bekommt, wird uns vielleicht einiges erzählen, die Dinge also in dieser Richtung, wo sich die Welt ja auch hin öffnet, sich entwickeln. Insofern begrüße ich Ernst Fritz Schubert und den